Was würdest du sagen, wenn dein Kinderarzt dir vorschlägt, den Darm deines Kindes absichtlich mit Madenwürmern zu infizieren? Und warum diese Frage tatsächlich in der Zukunft dir gestellt werden könnte? Dann bleib dran! Julia fragt, wie man eine unkomplizierte, wind- und wetterbedingte Konjunktivitis, also Bindehautentzündung, behandeln kann. So, tatsächlich gibt es da ja zwei Ansätze, entweder die alten Hausmittel, von denen ich gleich einmal abraten möchte, und die normalen, leicht arzneilichen Varianten, die doch hier präferiert sind. Es geht darum, dass wenn jetzt eine leichte Bindehautentzündung vorliegt, also eine Entzündung einmal der Bindehaut selber, eventuell auch des Lidrandes, das kann passieren beispielsweise, wenn der Wind euch in den Augen steht, ihr fahrt Cabrio oder ihr sitzt irgendwo im Zug, also nicht im Zug, der fährt, sondern im Zug des offenen Fensters und der Wind bläst euch in die Augen, dann kann sowas relativ zügig passieren. Es ist so, dass die alten Hausmittel, entweder Kamillenkompressen, die man sich dann auf die Augen legt, oder auch schwarzer Tee oder Teebeutel vom schwarzen Tee, nicht unbedingt zu empfehlen sind. Es ist so, dass Kamille selber aufgrund seiner ätherischen Öle seinerseits allergische Reaktionen auslösen kann. Und zum anderen beim schwarzen Tee kann man leider bei den Teebeuteln und bei den auch losen Tees nicht gewährleisten, dass die keimfrei sind, so dass ihr grundlegende Gefahr lauft, euch auch dann noch mehr Keime ins Auge zu holen. Seht lieber zu, dass ihr in der Apotheke etwas bekommt. Da muss es nichts Besonderes erstmal sein bei einer unkomplizierten Bindehautentzündung. Beispielsweise Euphrasia-Augentropfen. Euphrasia-Augentropfen haben den Vorteil, dass sie eine antiallergische Wirkung haben, extrem gut verträglich sind und rezeptfrei sind. Ihr nehmt entweder Tagesportionen, gerade wenn das sehr sporadisch bei euch vorkommt. Das sind dann diese kleinen Ophthiolen, die könnt ihr dann 24 Stunden lang nach Öffnung nutzen und dann bitte wegschmeißen. Oder Fläschchen. Es kann ja auch sein, dass ihr häufiger mal ein Problem in der Richtung habt. Da macht sich ein Fläschchen auch preislich dann schon bezahlt. Vor allem mittlerweile die moderneren Augentropfen sind so technologisch verpackt, dass auch nach Anbruch so ein Fläschchen 6 Monate lang ohne Probleme anwendbar ist, ohne dass es verkeimt. Zur Anwendung von Augentropfen ganz allgemein. Ich sehe es leider auch immer wieder, dass Augentropfen sehr üppig benutzt werden. Das heißt, ihr tropft euch diese Tropfen ins Auge, aber das meiste läuft dann einfach raus. Das liegt daran, dass euer Auge ein Fassungsvermögen von ungefähr 25 Mikroliter hat. Das ist relativ wenig. Ein Tropfen hat ungefähr 60 Mikroliter. Das heißt, selbst wenn ihr einen Tropfen benutzt, wird schon mehr als die Hälfte wieder ablaufen aus dem Auge. Das ist einfach Natur gegeben. Ich will euch damit einfach nur sagen, seid ruhig sparsam mit den Augentropfen. Nicht die halbe Flasche benutzen für ein Auge. Ein Tropfen pro Auge, pro Anwendung reicht vollkommen. Dann ist es so, dass wir über eine bakterielle Bindehautentzündung an dieser Stelle noch einmal sprechen möchten, der Vollständigkeit halber, auch wenn das jetzt auf Julia, die gefragt hat, nicht zutrifft. Eine bakterielle Bindehautentzündung oder eine Bindehautentzündung, die länger als 2 bis 3 Tage anhält, die sollte dann vom Arzt angeschaut werden. Da werdet ihr in der Regel dann ein antibakterielles Präparat bekommen, antibiotische Augentropfen. Das hängt einfach damit zusammen, dass eine Bindehautentzündung, wenn sie bakteriell ist, auch ansteckend ist. Das geht leider relativ zügig. Das heißt, ihr reibt euch am Auge, demnächst fasst ihr ins Gesicht, dem Kind, oder ihr fasst eine Türklinke. Und ja, so überträgt sich das dann gerne von Mensch zu Mensch und von Auge zu Auge. Eine weitere Form der infektiösen Bindehautentzündung möchte ich hier nochmal ansprechen. Es gab vor einiger Zeit eine sehr unschöne Viruserkrankung in Nordrhein-Westfalen. Dabei hat sich ein Adenovirus breit gemacht, das eine sehr unschöne Bindehautentzündung hervorgerufen hat und vor allem hoch ansteckend war. Das heißt, dort war das Problem einmal in der hohen Infektiosität gegeben und zum anderen in der unglaublich langen Verweildauer. Dieses Virus, hat man herausgefunden, konnte wirklich tagelang auf Oberflächen überdauern und hat dort nur gewartet, bis es wieder eingesammelt wurde, um wieder das nächste Auge zu infizieren. Also achtet bitte bei sowas, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es eine windwetterbedingte Bindehautentzündung ist oder eine mikrobiell bedingte, bitte auf Hygiene, damit ihr eure Umwelt, eure Familie und Freunde da auch schützt. Ansonsten möchte ich hier nochmal auf ein Vergehen hinweisen, das leider auch in den Apotheken immer wieder vorkommt. Ein Patient kommt rein mit roten Augen, mit einer entsprechenden Bindehautentzündung annehmlich. Es ist vielleicht noch gar nicht klar, welcher Natur diese Bindehautentzündung ist. Und was gerne dann abgegeben wird, sind Augentropfen wie Visin Yxin oder Berberil N.
Das sind Augentropfen, die einen Wirkstoff enthalten, der die Adern im Auge verengt. Das heißt, diese leicht blutunterlaufenden Lidränder, aber eben auch das Auge selber in der Erscheinung wieder weiß wird und damit natürlich im kosmetischen Sinne einen super Effekt hat. Das wirkt innerhalb weniger Minuten, hat aber leider den Nachteil, dass die Blutzufuhr der Gefäße ein wenig abgeschnitten wird. Das heißt, auch Regenerationsprozesse und auch versorgende Prozesse am Auge werden dadurch eingeschränkt. Das heißt, ihr habt einen optisch tollen Effekt erstmal. Das heißt, wenn ihr in eine Besprechung müsst oder irgendwie einfach nur gleich gut aussehen müsst, in Ordnung. Grundlegend sind diese Produkte aber wirklich nachteilhaft oder deutlich nachteilig, da sie eine sogar austrocknende Wirkung auf euer Auge haben. Und genau das wollt ihr nicht haben, wenn ihr eine Bindehautentzündung habt. Das heißt, partiell, kurzfristig eingesetzt, ja. Aber bitte lasst euch das nicht als das Heilmittel bei einer Bindehautentzündung verkaufen. Jetzt kommen wir nochmal zu einem richtig schönen Thema von Georg. Georg lässt fragen, wie er Wurminfektionen bzw. Wurmbesiedelung des Darms vernünftig behandeln kann. Ist tatsächlich gar kein so seltenes bzw. exotisches Thema. Tatsächlich geht man davon aus, aktuell, dass 600 Millionen bis 1 Milliarde Menschen eine letztendlich Besiedlung ihres Darms mit Würmern haben. Tatsächlich ist es so, dass wir evolutionär bedingt mit Würmern schon immer zusammengelebt haben und Würmer ganz allgemein auch in unserem Organismus durchaus positive Effekte haben. Das möchten wir nur eigentlich gar nicht wissen, weil wir in unserer doch sehr sauberen Welt uns nicht gerne mit Parasiten in uns beschäftigen wollen. Ich fange einfach mal vorne an. Wir reden jetzt im Wesentlichen hier über Madenwürmer. Madenwürmer klingen klein und dick, sind sie aber nicht zwingend, sondern eher lang und dünn und sind wirklich so die größte und häufigste Wurmpopulation, um die es geht, wenn wir von Wurmbefall sprechen. Es gibt natürlich auch noch Bandwürmer oder Fadenwürmer. Das sind aber eher seltene Ikonen, die man sich irgendwo einsammelt, wenn man auf Reisen in ferneren Ländern ist. Es kann natürlich hier genauso passieren, aber im Wesentlichen sind es Madenwürmer. So, Madenwürmer haben jetzt folgenden Effekt. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein, wie die sich fortpflanzen, damit ihr einmal ein Gefühl dafür habt, wie problematisch das Ganze sich verhält, die wieder loszuwerden. Und zwar ist es so, dass man natürlich erst einmal in irgendeiner Form diese Eier aufnehmen muss. In der Regel passiert das über eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Das heißt, ihr habt die Hand eures Kindes im Gesicht oder eures Partners oder sonst irgendwas oder ihr fasst eine Türklinke an und fasst euch ins Gesicht, habt diese Wurmeier an der Hand. So, und die verschluckt ihr jetzt. So circa 40 bis 60 Eier sind dafür notwendig. Das ist aber auch, weil die Dinger relativ klein sind, gar kein großes Problem. Die wandern letztendlich über den Magen in den Darm und dort schlüpfen dann nach wenigen Tagen diese Würmer. Und die weiblichen Würmer wandern zu verschiedenen Tageszeiten. Da kann man wirklich die Uhr nachstellen. Da gibt es 2 bis 3 Uhrzeiten am Tag. Wandern diese zum Darmausgang bzw. zum Anus, legen dort ihre Eier ab, auch in der gesamten Po-Falte. Und das Problem ist, diese sind unglaublich klebrig, diese Eier. Und zum anderen jucken die. Irre. So, was macht natürlich zum Beispiel ein kleines Kind, das jetzt also einen juckenden Po hat? Es kratzt sich am Hintern ordentlich hinten dran, hat jetzt die Eier an der Hand. Und was passiert? Mama kommt ins Zimmer. Hallo Mama, zack, ins Gesicht. So, und so passiert das Ganze dann relativ zügig in der Familie. Und jetzt gibt es genau 2 Punkte, die dazu führen, dass, wenn so etwas passiert, wirklich die gesamte Familie behandelt werden sollte und nicht nur das kleine Kind. Erstens, diese Wurmeier, egal ob sie jetzt irgendwo in den Bettdecken hängen, an den Türklinken oder im Teppich, haben tatsächlich eine Verweildauer und eine Wartezeit, die ihnen ermöglicht ist, von circa 2 Wochen. Das heißt, 2 Wochen lang können diese Eier wieder eingesammelt werden und wieder eine neue Wurminfektion hervorrufen. Zum anderen ist es so, dass eine Wahrscheinlichkeit von 70-90% vorherrscht, dass, wenn ein Familienmitglied Würmer hat, die gesamte Familie betroffen ist und damit dann also alle wieder behandelt werden sollten. Das ist mir mal aufgefallen. Kinderärzte vergessen das häufig zu sagen. Allgemeinmediziner denken praktisch immer daran zu sagen, die gesamte Familie muss behandelt werden. Kinderärzte konzentrieren sich da immer relativ stark aufs Kind, was ja auch in Ordnung ist. Ich finde aber, hier sollte häufiger nochmal der Hinweis kommen, ich schere jetzt hier nicht alle über einen Kamm,
dass die gesamte Familie behandelt werden muss. Das finde ich durchaus relevant, ansonsten hat man da ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt gibt es letztendlich einen Wirkstoff oder zwei Produkte, die ihr in der Apotheke kaufen könnt. So, das gängigste ist Molevac. Molevac ist insofern verschreibungsfrei. Sollte in jeder Apotheke bitte auch an meine Kollegen vorhanden sein. Es ist so, dass im Notdienst immer mal wieder diese Anfrage kommt oder auch zwischendurch und dass man wenigstens Molevac als Tabletten und als Suspension da hat, sollte insofern eine Selbstverständlichkeit sein, als dass man dort mit dieser Wurmbesiedlung auch nicht wirklich in der Familie punkten kann. Das sollte man relativ schnell abstellen können. Zum anderen gibt es noch verschreibungspflichtige Produkte wie Helmex oder eben auch das Vermox. Vermox ist insofern nochmal gegen ein etwas breiteres Spektrum von Würmern zugelassen. Aber wenn es euch um die wahrscheinlichste Variante, um die Madenwürmer geht, dann seid ihr hiermit wirklich sehr gut beraten, wenn ihr dann in die Apotheke geht und euch das Molevac holt. Ich gehe hier aber nochmal auf einen Aspekt ein, der eingangs schon von mir erwähnt wurde. Unser evolutionärer Umgang mit Würmern. Und was es eigentlich bewirkt, wenn wir die heute tatsächlich so fern von uns halten. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die klar belegen, dass der Befall mit Würmern mindestens zu einem oder zwei Zeitpunkten im Leben eines Menschen dazu führt, dass Autoimmunerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Neurodermitis, Morbus Crohn oder eben ja, auch Nesselsucht beispielsweise, weniger häufig auftreten, wenn entsprechend sich das Immunsystem an Parasiten, allen voran an diesen Würmern, abreagieren kann. Madenwürmer haben sogar den kleinen Vorteil für uns, dass sie eben im Darm verbleiben und nicht wie andere Würmer, die es tatsächlich leider können, in andere Gewebe abwandern und dann letztendlich den gesamten Körper befallen. Es gibt sogar wissenschaftliche Stimmen, und das sind nicht nur Feld-, Wald- und Wiesenwissenschaftler, die klar befürworten, dass man gezielt kleine Kinder wieder mit Würmern infizieren sollte, um das Immunsystem von vornherein darauf zu trimmen, keine autoimmunologischen Reaktionen in diesem Maße hervorzurufen. Denn genau die Antikörper, die dafür da sind, Würmer oder Parasiten zu bekämpfen im Körper, sind die gleichen, die Autoimmunreaktionen hervorrufen. Und der wissenschaftliche Konsens ist mittlerweile, wenn das Immunsystem seine IgE-Antikörper, die sind das nämlich, nutzen kann, um sich ein bisschen mit den Würmern abzureagieren, hat es letztendlich nicht mehr so viel Energie, seinen eigenen Körper oder letztendlich den Körper selber mit einer autoimmunologischen Reaktion zu überfallen. Und diesen Ansatz finde ich total interessant, wenn auch ehrlich gesagt ein bisschen eklig, auch von meinem wissenschaftlichen Standpunkt aus. Wie gesagt, ich habe selber zwei Kinder. Ich überlege, wie ich reagiert hätte, hätte der Arzt mir vorgeschlagen, meine beiden Söhne entsprechend am Anfang ihres Lebens mit Würmern zu infizieren. Diskutiert darüber doch ganz gerne mal. Ich finde das total interessant, wie ihr dazu steht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns dazu auch gerne eine Mail an fragen@gesundbleiben.blog, weil dieses Thema, glaube ich, ziemlich spaltet und ich da auf eure Meinung super gespannt wäre. Wie ihr wahrscheinlich schon an eurer eigenen Reaktion gemerkt habt, Würmer sind tatsächlich ein sehr emotionales Thema. Wie würdet ihr reagieren? Bei Wurmbefall oder bei der hypothetischen Frage eures Kinderarztes? Lasst es uns gerne diskutieren in den Kommentaren unter diesem Video. Und ansonsten abonniert bitte den Kanal für die Unterstützung unseres Projekts Gesund bleiben. Und bitte nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.